Hallo Freunde der Zimmerpflanzen! In diesem Video rede ich mit euch über Ficus elastica, denn es war ein Zuschauerwunsch von Minimaus hier eingeblendet. Habt ihr auch einen Zuschauerwunsch? Schreibt ihn doch gerne in die Kommentare, ich gehe immer gerne drauf ein. In der Vorbereitung zu diesem Video ist mir aufgefallen, dass ich zu manchen Klassiker tatsächlich noch kein wirkliches Video gemacht habe. Und deshalb hole ich somit nach, ja, erstmal über den Gummibaum. Floll. Zu Deutsch heißt die Pflanze Gummibaum oder indischer Kautschukbaum. Botanisch ist es Ficus elastica, ein Maulbeerbaum aus Nordostindien bzw. Indonesien, diese Richtung. Also ein immergrüner tropischer Baum bis zu einer maximalen Höhe von 40 Metern. Baum heißt die Pflanze Gummibaum oder Kautschukbaum, denn ich habe jetzt hier eine kleine Pflanze, die habe ich mir gekauft für meinen Sukkulenten in Holz. Die Sukkulente ist damals gestorben, dann habe ich mir einfach einen Ficus gekauft, so eine kleine Pflanze für 1,99 €. Und wenn man hier so eine Spitze abreißt, dann kommt da ein weißer Milchsaft raus, wie man jetzt hier in der Kamera sehen kann. Und dieser Milchsaft kann eben zu Naturkautschuk verwendet werden, wenn die Pflanze im großen Stil verletzt wird. Es ist eine Verletzung, das schwächt definitiv die Pflanze. Aber man hat die früher genutzt, um Kautschuk zu gewinnen, im Prinzip Gummi zu gewinnen. Bei uns wird Ficus elastica keine 40 Meter hoch, sondern maximal Zimmer hoch, denn sie ist kälteempfindlich. Und ja, man kann sie nicht irgendwie rausstellen, auch im Winter nicht, und deswegen ist das Zimmer einfach die maximale Höhe. Wir kennen sie vor allem in dieser panagierten Sorte. Ich habe jetzt eine so rotlaubige Sorte, aber die panagierte Sorte ist eigentlich die bekannteste. Dann spreche ich mal kurz über den Standort. Der Standort sollte sehr hell bis leicht sonnig sein. Ganz pralle Sonne, Mittagssonne und auch Südseitensonne, wenn ihr sie irgendwo auf dem Balkon packt, das mag sie halt nicht. Dann will sie ganzjährig Zimmertemperaturen haben, 22 Grad. Sie ist kälteempfindlich, unter 15 Grad gefällt sie halt nicht. Und beim Gummibaum ist dies Gießen tatsächlich ein bisschen heikel. Von April bis September will sie durchaus ein bisschen mehr gegossen werden. Da düngt ihr auch 14-tägig mit einem Grundpflanzendünger. In dieser Zeit darf sie aber keine Staunässe erfahren, sonst reagiert sie mit Blattfall. Und im Zeitraum von Oktober bis März will sie ganz sehr viel weniger gegossen und auch nur einmal im Monat gedüngt werden. Staunässe ist bei der Pflanze wirklich ein Thema. Zu viel Feuchtigkeit, da stirbt sie halt ab, Blattfall. Zu wenig Trockenheit habe ich jetzt bei mir auch entdeckt. Ich meine, die Pflanze ist schon relativ groß, die ist so 15 cm hoch, hat aber, ich glaube, 9er Topf unten, 9 cm Topf und hat deswegen sehr wenig Topfvolumen und trocknet dementsprechend oft aus. Geht aber bei ihr sehr gut, schlappt nie, ja, passt eigentlich soweit. Dann finde ich, hat der Gummibaum keine großartigen Ansprüche an die Luftfeuchtigkeit. Es wird so beschrieben als möglichst luftfeucht. Die Blätter sind ähnlich wie beim Croton, der hier so hinten hinter mir steht, schon sehr ledrig, sehr dick und ich kann es mir halt einfach nicht vorstellen. Was er jedoch sehr gerne mag, ist, wenn das Füßchen ein bisschen wärmer ist. Hohe Substrattemperaturen mag er, gerade im Winter, vielleicht sogar irgendwie in der Nähe von der Heizung stellen. Dann geht wohl die Stecklingsvermehrung verhältnismäßig einfach. Ihr könnt Stecklinge schneiden oder die Pflanze auch abmoosen. Wenn ihr eine größere Pflanze habt, dann bastelt ihr eine Konstruktion, dass in einem Bereich an einem Nodium, an einem Auge, Erde im Prinzip ist. Macht ihr halt so eine Tüte fertig, dass die Pflanze reagiert, dass an dieser Stelle, wo die Erde rum ist, mit einer Tüte halt, da halt neue Wurzeln bildet. Wenn dann die Wurzeln gebildet sind, dann könnt ihr da halt
unterhalb dieses Abmoosungsstelle halt auch schneiden und dann habt ihr im Prinzip unten eine Pflanze und oben eine Pflanze. So im Prinzip des Abmoosens. Dann Blattfall ist, wie schon gesagt, ein Thema, wenn es einfach zu nass ist und auch zu kühl ist in der Kombination. Und dann, wenn vor allem der Winterstandort nicht passt, auch ein bisschen zu dunkel, zu kühl ist, dann Spinnmilben, Wollläuse, Trips und Schildläuse sind halt dann einfach ein Thema. Bei diesen großen Blättern können so Wollläuse und Schildläuse gut abgesammelt bzw. abgewischt werden. Auch der Trips ist ganz gut zu handeln, rein mechanisch würde ich sagen, weil die Blätter einfach sehr groß sind, weil es nicht so ausgiebig viele Achseln gibt und auch Nodi gibt, wo sich halt so Schädlinge halten können. Dann noch abschließend so ein Gedanke von mir. Ich finde ja persönlich, das ist meine ganz persönliche Meinung, ihr könnt der Meinung in den Kommentaren widersprechen, Ficus elastica, gerade in dieser panaschierten Sorte, es ist so ganz, ganz altbacken. Ist so doch eine Oma-Pflanze und auch eine pflegeleichte Pflanze, was nicht schlecht ist, aber deswegen sieht man sie ganz oftmals in Büros, beim Finanzamt, bei irgendwelchen Arbeitsämtern. Da, wenn ich mich dran erinnere, dann denke ich eigentlich immer an diese Pflanze. Was aber nichts macht und auch nicht schlimm ist, denn das zeigt einfach, dass sie sehr, sehr pflegeleicht ist und eigentlich auch für Leute in Büros ganz gut geeignet ist. Ist, wie schon gesagt, ein so ein bisschen altbacken. Ich denke aber auch an diese Pflanze, oder wenn ich an diese Pflanze denke, auch an meine Oma, weil die auch so eine ganz große Pflanze, glaube ich, gehabt hat. Und ja, deswegen ist es einfach so ein bisschen eingestaubt. Aber gerade diese rote Sorte gefällt mir eigentlich ganz gut. Und da kann man halt auch zuschlagen. Hat auch nicht die Welt gekostet. 9er Tropf 1,99 und entwickelt sich wirklich gut. Jo, und das war das Video zu Ficus elastica. Hat es euch gefallen, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich freuen. Schaltet am Mittwoch ein, 15.09. Es ist wirklich wichtig, da kommt das Dena-Video, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Das ist ein wirklich herausragendes, ganz cooles Video geworden. Schaltet da wirklich Mittwoch zu Tisch 15 Uhr ein. Das ist ja wirklich cool. Da habe ich ein bisschen mehr Aufwand reingesteckt. Ja, schaut mal rein, dann erfahrt ihr auch, was da hinter mir ist und so. Und ja, guckt mal. Jo, und das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum Mittwoch. Haut's rein. Tschüss.